Das Aquarell öffnet wieder. Diese Meldung erfreute den Haltern am 3. Juni die Stammgäste des Bades. Allerdings blieb der erste Ansturm aus. Rund 20 Badegäste nutzten am Morgen die Gelegenheit, sich im Aquarell zu erfrischen. Ein Grund dafür könnten die derzeitigen Eintrittsbedingungen sein. Nicht jeder ist geimpft oder will sich am frühen Morgen erst testen lassen. Allerdings ist der Zutritt auch ohne vorherige Terminbuchung mit Barzahlung möglich. Wir arbeiten nach den sogenannten 3Gs, das heißt Hygienebestimmungen, sprich Impfpass, Mundschutz und Desinfektion. Und so, dass sich hier auch wirklich jeder wohlbehalten im Freibad aufhalten kann. Was Hygienebestimmungen im Bad angeht, ist es einfach so, dass auf der freien Fläche die Maske nicht getragen werden muss, wie in den Umkleiden, sowie aber auch in den Toiletten die Maske vorhanden und getragen sein muss. Nein, Sie können hier das Ticket kaufen. Sie können auch für die Generation, die fürs Online-Bestellen nicht so firm sind, die können auch bar bezahlen, das spricht für die ältere Generation oder Leute, die halt sich überhaupt nicht damit auskennen. Und natürlich auch die Online-Buchung ist möglich. Die Vorlaufzeit für die Herrichtung der Schwimmbecken dauerte wegen des anhaltenden kalten Wetters in diesem Jahr etwas länger, weiß Schwimmmeister Karl-Heinz Tuttmann. Ja, die ganzen Arbeiten, das Becken wird leer gemacht, wird neu sauber gemacht und neu befüllt. Dies Jahr hatten wir noch viele Arbeiten, weil viele Fliesen mussten erneuert werden. Und deswegen hat sich das alles ein bisschen gezögert, weil die hatten immer schlecht Wetter und im totalen Regenwetter in den letzten Wochen, da konnten die keine Arbeit machen. Sonst hätten wir vielleicht auch schon ein paar Tage eher aufgemacht. Hier ins Freibad in Haltern dürfen wir 1500 circa einlassen. Im Moment darf man den ganzen Tag im Bad verbringen. Aber falls mal die Werte wieder in den Kreis Recklinghausen hochgehen und die Liegewiese geschlossen wird, was wir alle nicht hoffen, wir hoffen, dass die Werte runtergehen und dass man demnächst auch ohne die 3Gs hier ins Bad reinkommen kann. Das ist unser großer Wunsch, dass es dann so wird. Die Verantwortlichen des Bades hoffen, dass bei weiter sinkenden Corona-Inzidenzzahlen die 3G-Zugangsbestimmungen auf Dauer gelockert werden können und dann mehr Badegäste das Bad besuchen.